Aber das war mal der Pro-Supermarkt, wo wir uns da den legendären Apfelwein gekauft haben. Auch so, was auch ganz schön ist, dass die Erinnerung ja die angenehme Angewohnheit hat, dass die Sachen immer schöner erscheinen, als sie gewesen sind. Das ist ein Selbstschutz der Seele. Sonst könnte man einiges, das könnte man das gar nicht ertragen, die Flut der Erinnerungen. Mal auf dein Leben gemünzt. Ich glaube, man kann sagen, das läuft ja gerade seit 10 Jahren eigentlich gut. Oder seit 15 ganz gut. Was wäre denn? Seit gerade mal eben 10, also 9. Was wäre denn, wenn vor 10, 15 Jahren dir die Idee nicht gekommen wäre, das Schicksal nicht so hold gewesen wäre und du noch Tanzmusik machen müsstest? Dann vermute ich mal, würde es mich nicht mehr geben. Ganz also ernst? Ich hätte das nicht länger, also viel länger hätte jemand nicht ausgehalten, glaube ich. Du hättest wirklich, war, also hat wirklich so... Ja, Suizid war also ein lebensbegleitendes Thema, also bis heute. Und als ich jung war, da war ich noch sozusagen bereit, irgendwie Bedingungen anzunehmen, die ich heute nicht mehr bereit wäre anzunehmen. Also jetzt irgendwie, ich lebe jetzt sozusagen zu meinen Bedingungen und nicht mehr zu den Bedingungen, die mir das Leben vorgibt. Ich will sagen, wenn es für mich dann immer nicht mehr lohnenswert ist oder beziehungsweise ich das Gefühl hätte, einen Abstieg vor mir zu haben, der mich unwiederbringlich dahin buxiert, wo ich mal war, irgendwie auf den Bühnen von irgendwelchen Tanzschuppen oder so, das mache ich nicht mit. Da ist dann irgendwie so die Souveränität der letzten Entscheidung, wann man noch meint, dass sich das Ganze lohnt irgendwie. Und das war damals, stand echt auf der Kippe mit 40. Hast du denn mal, ich meine, du redest ja auch ganz offen und schreibst ja auch über Depressionen, dich therapiemäßig mal behandeln lassen? Hast du das mal gemacht oder verweigerst du dich so? Nee, verweigern tue ich das nicht. Also ich habe es lange nicht mehr gemacht, täte mir vielleicht mal ganz gut. Ich musste damals ja auch, habe ich Tabletten genommen, Antidepressiva und angstlösende Tranquilizer. Und habe auch so eine Quatschtherapie hinter mir, die insofern quatschig war, weil es am Ende nichts gebracht hat, war so ein Laber. Kram halt. Wahrscheinlich sind die meisten Therapien so, bringen nichts und wird rumgelabert. Aber ich glaube, therapeutische Hilfe, wie auch immer, und wenn das so lockere Gesprächsrunden sind, alle 2 Wochen, glaube ich, tun jedem gut. Mit 40 nahm das Leben von Heinz eine entscheidende Wende. Er hörte auf den Rat einer Freundin und schrieb in Fleisch ist mein Gemüse die Geschichten auf, die er 12 Jahre lang mit der Tanzmusikband Tiffany's erlebt hat. Es wirkt, als basierten sein heutiger Erfolg und sein Humor auf Niederlagen und Durststrecken. Nee, das ist ja nicht so. Mal eben. Oh yeah. Wir fahren jetzt nach Tottglüsingen. Dort hat der kleine Heinz bei Oma Emmy oft die Sommerferien verbracht. Das Interessante an Tottglüsingen war natürlich die Entdeckung des Landlebens. Tottglüsingen, 3200 Einwohner, liegt am nördlichen Rand der Lüneburger Heide, südwestlich der Harburger Berge und ist seit 1972 eingemeindeter Stadtteil von Torstedt. In Tottglüsingen gibt es einen Sportverein, eine freiwillige Feuerwehr, einen Schützenverein, die Landbäckerei Weiß. Das ist doch hier alles, das ist doch bekannt. Das ist doch bekannt. Was kommt hier gerade vertraut vor? Da ist der Fußballplatz. Immer noch einer der wenigen Rasenplätze. Und jetzt ist doch auch direkt hier schon, befinden wir uns nämlich schon, glaube ich schon, das ist Schulstraße 17. Oma Emmy. Es gibt hier kein Straßenschild mehr. Ja, aber Schrittverkehr. So. Brav. Ja, mit Schule, das würde Sinn machen, da das Schulschild. Ja, die 3 bekanntesten Straßen Deutschlands, nämlich Schulstraße, Bahnhofstraße und Hauptstraße. Ja. Schulstraße 17. Wie ist das? Dürfen wir da jetzt irgendwie hingehen? Ja. Ach, guck an. Das war von Oma Emmy. Genau. Guck mal, und das Pferde. Oh, ich würde mal sagen. Bis hier noch nicht weiter soll das bedeuten, ne? Ja, oder das war vielleicht auch ein ganz freundlicher Gruß. Nee, ich würde sagen, das Pferd hat einen Sprung und wir sind tot. Das ist so mit dem Fuß aufgestampft, hast du gesehen? Guck mal, schon wieder aufgestampft. Ein Zeichen von Hass und Ablehnung. Und welche Rolle spielt Tottglüsingen, wenn wir jetzt über Heimat reden?
naja, eine der Orte, mit denen doch sehr viele höchst emotionale Erlebnisse verknüpft sind. Muss ich schon sagen. Also ich kann mich ja auch daran erinnern, mein erstes richtiges Besäufnis, das war, wie bei vielen, war es ein Scheunenfest und da gab es Apfelkorn zu trinken. Ich war 14 Jahre alt und dann habe ich mich da, habe ich mich als 14-Jähriger halbes betrunken und habe Oma Emmy in die Badewanne gekotzt. Das heißt, hier war ein bisschen mehr Freiheit. Ja, ja, genau. Oma Emmy hat die Sache nicht so im Griff gehabt. Also hier durfte ich schon mehr. Und die Sache, dass du mit ihr in einem Bett geschlafen hast? Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. War aber nicht, war auch nicht weiter schlimm. Und jetzt begeben wir uns Richtung Ortskern. Kaugummiautomaten, kommen mir auch mal so vor wie so ein Relikt aus. Gibt's da, glaube ich, nur noch in Todt-Lüsing. In Todt-Lüsing und ähnlichen Dörfern. Ja, das ist der ehemalige Edeka-Laden. Und da ist noch was ganz Tolles passiert. Da sind wir abends aus der Wirtschaft gekommen, aus der Kneipe. Und dann hatte der Besitzer des Edeka-Ladens vergessen, die Tür abzuschließen. Und dann war die Tür offen. Dann haben wir diesen Edeka-Laden zur Hälfte ausgeräumt. Also Alkohol und Zigaretten und Süßigkeiten. Und das haben wir bei der Oma gelagert? Bei der Oma gelagert, genau. Genau, das wäre das zweite identifizierbare, nämlich die Gaststätte Wiechern. Da steht auch groß Saal. Diese Landgaststätten, die haben alles einen Saal. Und da habe ich einmal mit Tiffins gespielt. Ein einziges Mal. Anfang der 90er, schätze ich. War das da schon die Zeit, wo es langsam ein Albtraum wurde? Ja, das war von Anfang an ein Albtraum. Aber was genau hat Tiffins denn zum Albtraum gemacht für dich? Vielleicht ja der einfache Umstand, dass man als 26-Jähriger oder 27-Jähriger das nicht besonders schön findet, im weißen Smoking Woche für Woche 7 Stunden auf den morschen Brettern eines Festsaals zu stehen, wie zum Beispiel hier bei Gasthaus Wiechern. Man wurde identifiziert und wahrgenommen als armer Hansel. Also das ein deutlicher Indikator dafür war, dass ich in meinen 12 Jahren ein einziges Date hatte mit der Winsener Jungschützenkönigin. Und auch aus diesem Date, auch selbst da, wurde noch nicht mal eine Küsserei. Das ist, glaube ich, ziemlich vielsagend, ne? Ja. Wollen wir mal reingucken? Man sollte da höflicherweise klopfen. Wenn keiner aufmacht, man kann sich vorstellen, wie es da aussieht. Genauso ist es. Genauso, wie man sich vorstellt, wie es da aussieht, ist es. Unsere letzte Station. Ein Treffen mit zwei früheren Bandkollegen von Tiffins. Jetzt kommen wir also nach Stelle, mit der Eisenbahn gefahren. Ich stehe an der Stelle, wo auch Stelle ist. Stelle hat 10.827 Einwohner, liegt im Landkreis Harburg, 30 Fahrminuten von Hamburg entfernt. Der Ortsname Stelle bedeutet Mehrzahl an Ansiedlungsplätzen. Also quasi mehrstellig. Wir gehen sozusagen in die untergehende Sonne. Das hat ja fast so eine Cowboy-Romantik, ne? Wir sind ja auch so Cowboy-Typen irgendwie, finde ich. So, Männer, da wären wir. Darf ich vorstellen, Manuel. Hallihallo, Moderator. Manuel, hallo. Hi. Servus, Carsten. Carsten und Jan-Peter, meine alten Wegbegleiter. Ja. Immer noch, das muss ich dazu sagen, also ist quasi Tiffins lebt in den beiden Kollegen weiter, die heute als Duo 50-50 eigentlich in etwa das machen, was wir damals zu fünft erledigt haben. So. Wie war denn Heinz früher, also Matthias dann halt noch, so Anfang 20? Wir haben uns halt kennengelernt, wir haben halt zu viert immer schon gemuckt. Und dann kam Matten dazu und dann plötzlich brachte der die Musik so zum Strahlen. Hatte aber auch schon eine ganz andere Sicht der Dinge, was sich ja dann im Laufe der Jahre auch in seinen Büchern immer wieder manifestierte, dass es nicht ein Mensch ist, wie man ihn jeden Tag findet. So will ich das mal sagen. Und war aber auch so, dass er auch unheimlich wenig praktische Begabung mitbrachte. Das stimmt wohl, ja. Und mit zwei linken Händen, also und lauter Daumen, die Arbeit lieber den Kollegen überließ.
Dafür hat er dann am Saxophon aber auch wirklich dann alles wieder rausgehauen. Und ich nehme an, ihr habt beide Fleisch aus meinem Gemüse gelesen. Wie wahr ist das denn? Wie habt ihr es in Erinnerung? Naja, dadurch, dass natürlich die ganze Bandgeschichte also von 12 langen Jahren komprimiert wurde auf wenige Seiten, finde ich, entsteht dann natürlich so ein gewisses Zerrbild. Aber ist es verfälscht? Es waren oder ist es ein bisschen überzogen? Überzogen, das ist genau der Punkt. Es sind viele wahre Begebenheiten drin, die irgendwo sich auch in der Rechnung so abgespielt haben, aber natürlich nicht in der Intensität, wie sie dann in dem Buch eben mal dargestellt sind teilweise. Ja, okay, dann werfen wir noch mal einen Blick ins ehemalige Epizentrum von Tiffany's, nämlich den Übungsraum. Ich kenne mich noch aus, ich gehe schon mal vor. Ja, hier hat eine ganze Band plus Instrumente und Anlage und so Platz gefunden. Kann man sich auch kaum noch vorstellen. Und mit 5 Leuten konnte man hier prima Krach machen. Und das haben wir auch tatsächlich lange, lange Jahre gemacht. Ja. Besonders schön, weil oben drüber das Wohnzimmer ist. Und das hat sich von meiner Familie zu keiner Zeit irgendjemand beklagt. Nein, und es war bestimmt nicht immer lustig, was da an Tönen oben ankam. Ah ja, genau, denn Küche. Na, hier hat man sich denn ja getroffen nach getaner Arbeit. Nach dem Ausladen und genau. Geld verteilen. Das heißt, wenn man so richtig fertig war schon. Wenn man so um 15 Uhr am Samstag losgefahren ist und kommt dann am Sonntagmorgen um 6 Uhr früh hier an, dann hat man natürlich auch schon ein bisschen was auf der Uhr. Ne? Da hat man ja auch schon körperlich gearbeitet. Ja, und wie? Und dann war das hier natürlich immer ganz, ganz willkommen, dass man dann hier noch ein bisschen brutzeln konnte. Ja, die Eier haben wir dann immer frisch aus dem Stall geholt und auf die Pfanne. Und, Eier satt war es, ne? Carsten war meistens hier der Brutzler. Ja. Genau. Der Brutzler. Sehr gut war das. Und frisches Landbrot dazu, ne? Und gelegentlich hat man dann auch nochmal... Und ein Glas Milch. Nochmal, genau, und ein Glas Milch. Auch zuerst direkt. Gab es dann auch nochmal ein Bier vielleicht. Aber wir sind dann noch über die Jahre immer mehr auf die Milch gekommen. Also so eine Rockertruppe waren wir. Ich habe... Martin, für dich bestimmt interessant. Wir haben das zwischendurch schon mal gesehen. Du hast das mit Sicherheit 30 Jahre nicht gesehen. Genau, Carsten Jensen war einer der ersten Deutschen, der über eine eigene Privatvideokamera verfügte. Und musst du sagen, in welchen Jahren? Das war so 86 bis 88, da hat er immer die Kamera mitgehabt und dann hat er immer das eine oder andere mitgeschnitten. Ist das der Wahnsinn, ne? So, aber da. Oh, kriegt er nicht. Bis zum letzten Atemzug. Ja, mit ganzem Einsatz so. Mein lieber Heinz, ein schöneres Ende kann es eigentlich nicht geben. Ich auch so. Im Grunde sind wir jetzt auch am Ende der Reise in deine Vergangenheit. Ja. Tiffany's ist ja schon nicht mehr Jugend und. Aber trotzdem ein gewisser Ausklang der Adoleszenz und der Jugend. Insofern, man sieht ja auch noch, dass ich einen durchaus noch juvenilen Eindruck vermittle. Insofern nicht, wir wollen nicht so streng sein heute. Ich klinge mich hier an der Stelle aus. Okay, Manuel. Vielen Dank. Ne? Das war mir ein ganz großes Vergnügen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ich bedanke mich recht herzlich. Und ich bedanke mich aber auch bei euch, dass wir hier noch vorbeikommen durften und ich noch mal so den Einblick bekommen habe. Okay. Ich ziehe meinen Hut und bedanke mich. Ciao, ciao. Tschüss, Manuel. Ob man ihn nun als Matthias Halfpappe kennt oder als Heinz Strunk. Künstler und Kunstfigur scheinen eins. Ein Mann mit Humor, der mich nach 2 Tagen aber vor allem mit seiner schonungslosen Offenheit beeindruckt hat.